In Reih und Glied aufstellen, Soldaten. Willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ich bin ganz stolz auf meine coole neue Robe hier. Bin mittlerweile Level 14. Einfach weil ich nochmal in den Flashpoint reingegangen bin. Letztes Mal in diesem Flashpoint haben wir hier so einen Titel bekommen. Und zwar Der Verräter. Der hat mir nicht ganz so gut gefallen, denn immerhin kämpfe ich ja für die helle Seite. Deswegen bin ich nochmal rein, habe diesmal die Ingenieure nicht geopfert und habe auch die Botschafterin nicht zurückgelassen und habe dann hier diesen Titel bekommen, der Kompromisslose, den ich auch zurzeit verwende, denn es klingt so ein bisschen irgendwie nach Schläger, finde ich. Also mir gefällt er. Und wir reden jetzt hier drüben mit dem Captain, denn wir machen unsere Questreihe weiter. Laut Sicherheitskommunikationsverordnung 1195 ist die Konversation mit Nicht-Sicherheitspersonal auf ein Minimum zu reduzieren. Beeilt euch! Ich bin Captain Denalson. Senator Bax Page hat mir befohlen, euch Informationen zu den gestohlenen Gütern des Senators zu geben. Sagt mir, was ihr wisst. Wo kann ich die Lieferung finden? Wisst ihr, ich arbeite nicht für ihn. Wenn ihr diese Information wollt, müssen wir zunächst eine Vereinbarung treffen. Hat euch der Kumpan des Senators gesagt, wo diese Lieferung herkam? Oder wofür diese Computerchips bestimmt sind? Nein, nicht wirklich. Nun, da ihr es erwähnt... Nein, er hat nichts über die Chips gesagt. Ich bin nicht überrascht. Diese Politiker verschweigen gerne einmal die Details. Die Chips stammen vom Planeten Rylot. Sie steuern Sklavenüberwachungshalsbänder. Nach Republikgesetz 4412 sind rylotianische Sklavenhalsbänder und deren Chips illegal in der Republik. Selbst für Senatoren. Der Senator ist also nicht unwissend. Bark muss sich der Gesetze bewusst sein. Sicherlich. Er denkt nur, sie würden für ihn nicht gelten. Unser konkretes Problem ist, dass diese Sklavenhalsbandchips in der ganzen Händlergilde der Migranten verteilt sind. Am wichtigsten ist es, die Lieferung wieder zusammenzutragen. Bringt mir danach die Chips und ich sorge dafür, dass sie zerstört werden. Ja, und was ist mit dem Senator? Beabsichtigt ihr, Senator Bark dafür zu bestrafen? Das entscheide nicht ich. Meine Vorgesetzten entscheiden, wie es weitergeht. Findet die Chips und verschwindet aus dem Gildenlagerhaus. Sobald ihr alles habt, rate ich, sollten wir uns um die Lieferung kümmern und nicht um den Senator. Nun gut, wir holen diese gestohlenen Chips zurück oder Halsbänder oder was auch immer zum Versklaven von treuen Bürgern. Schauen wir mal. Nein, hier brauchen wir zwei Leute und hier oben, Moment, ich öffne gerade mal die Karte. Das ist Sozialpunkt und hier... Ja, hier müssen wir weiter. Der galaktische Markt. Und hier sieht es so aus, als würden irgendwelche Leute die Stellung halten. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht mitten in so einen Schusswechsel rein. Oder höchstwahrscheinlich doch. Und... Yes! Zack! Na komm. Mach's uns beiden nicht schwer. Und was hat er denn so dabei? Ich bin mal froh, wieder irgendwas einsammeln zu können, denn in dem Flashpoint hat man ja nur Credits bekommen und dann eben diese etwas größeren Gegenstände bei den größeren Gegnern. Aha. Hebedruide. Der Gilde. Oh, der hat sogar ein Trainingsschwert. Und hier, das Gildenmitglied kommt auch noch weg. Sturmschütze. Na, mal schauen in der Karte, ob wir jetzt hier wieder ein Stück weiterkommen. Und zwar, wo müssen wir denn überhaupt lang? Hier oben haben wir sogar noch etwas. Moment, Moment, Moment. Hier oben geht ja noch eine weitere Quest weiter. Die nehme ich natürlich auch ganz schnell an. Hätte ich jetzt fast übersehen. Also immer schön in die Karte reingucken. Sonst verpasst man vielleicht etwas hier. Ah, da drüben sind noch Gegner, die sich verschanzen. Da springe ich doch mal rüber. Na, Freunde, alles klar. Ach ja, ich habe T7 übrigens eine neue Waffe gegeben. Der hat jetzt, glaube ich, eine Flinte sogar. Muss mal gucken. Zeige ich euch gleich. Das sind Feinde. Okay, ich dachte eben schon, hä? Na, komm her, Einhorn. Ich bin kompromisslos. Und mein Roboter T7 auch. Obwohl, man darf ja Roboter nicht sagen. Letztens hat mich einer belehrt, Roboter wäre eine Beleidigung, denn es sind ja immerhin Droiden und so wollen sie auch genannt werden. Okay, meine Quest gibt's hier drüben.
kappt dem ganzen Planeten die Energie, wenn es sein muss. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Irren das Netzwerk übernehmen. Captain Winborn, Senatorin Kyle sagte, ihr bräuchtet Unterstützung. Wie ist die Lage? Wir werden hier zu Kleinholz verarbeitet. Wir sind nicht ausgebildet, um eine Armee von Mördern zu bekämpfen. Diese Verbrecher sind schlau, organisiert, definitiv auf einem anderen Planeten ausgebildet. Sie könnten es sogar schaffen, das Senatsgebäude zu zerstören. Ach, das wäre doch kein großer Verlust, nein. Überlasst das Kämpfen mir. Zieht eure Männer zurück, Captain. Ich übernehme diese Kriminellen. So einfach ist das nicht. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die Verbrecher haben Hacker mitgebracht, um auf jeden Netzwerkknoten des Sektors zuzugreifen. Sie übernehmen die automatischen Gleiterwege. Sie werden Tausende von Kollisionen in der Luft verursachen. Der Schrott wird auf das Senatsgebäude herabregnen wie ein Meteoritenschauer. Wer weiß, wie viele dabei umkommen. Evakuiert den Senat. Schickt jemanden, um die Senatoren zu warnen. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Ich habe Meldung gemacht, ehe ihr ankamt. Aber es bleibt nicht genug Zeit, alle zu retten. Wir müssen die Sache jetzt und hier beenden. Die Verbrecher haben bewaffnete Patrouillen eingerichtet, um die Netzwerkzugriffe zu verteidigen. Wir müssen sie zurückdrängen, um die Terminals manuell zu sperren. Übernehmt genug Terminals, dann schaffen wir es vielleicht. Meine Männer geben euch Unterstützung. Viel Glück. Okay, 3 Terminals. Dann hacken wir uns hier mal ins Sicherheitsnetzwerk ein. Tja, die Gilde, die hat ihre Hausaufgaben gemacht und wir dürfen jetzt hier die Krise mal wieder ausbaden, weil wir einfach viel zu gut sind. Wir sind viel zu gut. Aber ich will eben Karma-Punkte für meinen T7, der soll ja hier was lernen. Und wir haben auch wieder so eine Bonusmission für die Streitkräfte der Gilde. Na, 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 na. Ausgedreckst. Ach ja. T7, seine neue Waffe, was hat er denn? Ja, ein Sportgewehr. Ein Sportgewehr. Gildenvollstrecker. Level 11. Mit Flammenwerfer. Und hier mein Meisterschlag. Oh, der macht sogar mal wenigstens Schadenspunkte. Denn wir sind leicht überlevelt. Mit Level 14. Hier gegen die Level 10 und 11 Gegner. Naja, dafür haben wir es relativ easy. Alleine hat man dann weniger Probleme. Und hier drüben, was haben wir denn hier? Aha. Kristallformation. Gehen wir mal ran. Ah, okay, das ist für Archäologie. So sieht das Ganze dann aus. Sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen, wie man das überhaupt macht. Und ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal die Gruppe da drüben wieder weg. Wusch! Kämpf weiter, T7. Wir müssen Bürger retten, die sonst verloren werden. Und wir müssen ja, glaube ich, auch noch so eine Twi'lek-Frau irgendwo rausholen. Okay, den einen Zugangsknoten haben wir schon mal repariert. Gehen wir mal an die hier ran. Und den haben wir schon besiegt. Na, Moment. Den kann man noch plündern. Was hat er denn hier? Unbekanntes Aufputschmittel. Drogen. Ich hab's gewusst. Wir kämpfen hier nicht gegen die Gilde, sondern gegen die Mafia. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und komm. Oh. Ja, die Bonusmission, die haben wir eben abgeschlossen. Ich dachte schon, so viele Erfahrungspunkte, ein Gegner. Und wo ist hier die nächste Sicherungskonsole? Na komm, sammelt euch und alle ausgenockt. Ich
muss auch mal wieder meine Sachen reparieren. Das vergesse ich immer wieder durch Skyrim, weil in Skyrim, da hält ja alles ewig. Und hier ist es eben nicht so. Hier muss man seine Sachen immer wieder regelmäßig reparieren. Wie es halt in Rollenspielen eigentlich üblich ist. Und hier hinten ist keine Konsole. Schauen wir mal in die Karte rein. Aha. Da ist das Ganze mit dem Schockhalsband. Und hier drüben ist ein weiterer Knoten. Dann gehen wir da mal hin, arbeiten wir uns mal da hoch. Und hier ist noch einer. Okay, dann holen wir erst den hier. Moment. So. Na. Oh, wir haben hier noch eine Mission. Und zwar diesmal 30 Stück als Bonusmission. Und wo ist der nächste Knoten? Na, irgendwo da oben. Und wusch. Die Kombi ist einfach unschlagbar. Und T7 hier mit seiner Sportschrotflinte. Jetzt macht er ordentlich Damage, wie man sieht. Der haut hier wirklich fast schon alles alleine um. Und hier oben müsste es dann eigentlich zu diesem weiteren Sicherheitszugangsknoten-Dingens-Dings gehen. Ah, Moment, wer bist denn du? Elite? Der Instruktor. Na dann, zeig, was du kannst. Na, holen wir uns mal das hier und alles, was wir hier an Verteidigungsmöglichkeiten haben. Und dann T7, spotte den Mann. Ja, spotte ihn. Na, hier habe ich ein bisschen zu früh meinen Meisterschlag abgebrochen. Da muss er schon ein bisschen auf die Attacken achten. Und komm. Ach Mist, nicht genügend Energie. Und ich muss hier mal näher ran, denn mein T7 ist schon ziemlich angeschlagen. Ah, der hält einiges aus. Aber er ist nicht stark genug. Nicht wahr, T7? Ich könnte auch mal mit meinen Staubsauger beschwören. Na, was haben wir denn hier? Fernkampf. Erfordert Sturmkanone. Ah, nehmen wir mal mit. Und jetzt würde ich mal sagen, Moment, wie kam ich denn nochmal zu diesen Fähigkeiten? Ich glaube hier drüben und allgemein. Komm her, Staubobot. Du darfst auch ein bisschen mitspielen. Und wo ist jetzt hier dieser Knoten? Ah, okay, da drüben. Hinter dem Schiff irgendwie. Na, neue Gegner. Na. Und ich will meinen Machtschwung machen. Alright, fehlt nur noch einer. Und die ist irgendwo da oben. Moment, hier ist ja... Ist hier noch einer? Ist hier etwa noch einer? Hm, komisch. Denn laut Karte wäre ja hier noch einer. Oder ist die irgendwie unter uns? Hm, ist sowas möglich? Ich glaube nicht. Nee. Komisch. Vielleicht hier drüben. Ich schaue nochmal schnell, wenn wir schon hier sind. Nee, die haben wir eben repariert und sonst sehe ich hier keine. Kann ja sein, dass die irgendwie zufällig erscheinen. Denn immerhin, wenn es hier relativ voll ist am Abend, dann kämpfen die Leute um die Konsolen. Okay, ich würde sagen, wir gehen oben lang. Liegt auf dem Weg. Und räumen hier gleich mal wieder die Gruppe der Gildenmitglieder weg. Und Meisterschlag abgebrochen. Mist, der war viel zu schnell tot. T7 ist viel zu stark. Ah, da drüben. Was haben wir denn hier? Datagron. Und hier wieder so ein Gildenmeister. Level 11. Ich würde mal sagen, springen wir auf ihn drauf, buffen uns hier nochmal hoch mit Machtstärken, heilen uns nochmal schnell, dass wir hier wirklich alle Vorteile haben. Könnt ihr auch mal die Shishou vormachen. Und los!
Na, der hält eine Menge aus. T7 lenkt hier den Kleinkram ab, aber ich merke gerade, ich habe gar nichts mehr zum Heilen. Gar nicht gut. T7 müsste hier mal ein bisschen abspotten. T7, hilf mir. Hilf deinem Meister. T7. Na toll. Moment. T7, greif den hier an. Greif den hier an. Das könnte hässlich werden. Gehen wir mal ins Inventar rein. Okay, ich habe noch Heilung. Verwende ich auch gleich mal. Und den holen wir noch. Das schaffen wir noch, ja. Das schaffen wir noch. Hui. Ohne die Heilung hätte der mich vielleicht eben gerade besiegt. Und was bekommen wir? Nein, da haben wir natürlich Besseres. 10 Stärke, 9 Ausdauer. Könnten wir eigentlich verwenden, wenn wir hier nicht unsere übelst geile Robe hätten. Okay, wir haben hier so einen Datagron gefunden und der hat unsere Präsenzattribute um 2 verbessert. Ich weiß jetzt gar nicht, für was die gut sind. Oh, wer ist denn da? Schmuggler fremdartiger Waren. Okay. Hast du ein bisschen Stoff für mich, Kumpel? So ein bisschen gutes Mojo? Nein? Na gut. Dann ziehen wir mal weiter. T7, du hast nichts gehört, ja? Ich wollte hier keine Drogen kaufen. Ich bin nämlich auf der guten Seite der Macht. Nylit killt. Aha. Sieht bestimmt nett aus. Ja. Nicht mein Fall. Nehmen wir aber mal mit. Zum Verkaufen auf jeden Fall gut. Und wir ziehen weiter. Ah, da hinten ist ein weiterer Knoten. Der war doch gar nicht auf der Karte, oder? Nee. Komisch. Und friss hier noch meinen Schwung. Neben meinem Sprung. Ey, 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 ey. Ja, hier. T7 anzünden, gar nicht cool. Und yes. So, Nummer 3. Jetzt haben wir alle. Und als nächstes gehen wir dann hier hin. Und hier würde ich mal sagen, bringe ich uns schnell hin. Wenn auf dem Weg was passieren sollte, dann mache ich natürlich wieder die Aufnahme aktiv.